mir beide zu. Wenn ich aufhören sage, hört ihr auf zu boxen und geht auseinander. Irgendwelche Fragen vom Herausforderer? Irgendwelche Fragen vom Champion? In Ordnung, fangt an. Mit den Worten von Mills Lane geht es los. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber hier im Hilton Hotel steht die Menge unter Strom. Ich habe eine Gänsehaut. Die Schwergewichtsweltmeisterschaft des WBC. Mike Tyson hat sein ganzes Leben lang für diese Nacht trainiert. Aber Trevor will beweisen, dass er einer der großen Champions ist. Tyson macht sich an die Arbeit. Trevor geht zu Boden. Er wird angezählt, versucht auf die Beine zu kommen. 4, 5, 6. Sehen Sie sich diese Kombination an. Burbick hält sich mühsam auf den Beinen. Wieder trifft ihn die rechte. Linker Haken, rechter und ein Aufwärtshaken. Mike ist wild, er gibt alle Vorsicht auf. Hier kommt Tyson wieder. Er weiß, dass er ihn jederzeit treffen kann. Er landet einen linken Haken. Trevor ist beinahe am Ende. Tyson weiß, dass er jetzt nach Belieben punkten kann. Er beherrscht diesen Kampf völlig. Wir sind jetzt in der zweiten Runde. Der Schwergewicht-Champion Trevor Burbick taumelt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Mike den entscheidenden Treffer landen kann. Der 20-jährige Mike Tyson ist auf dem besten Weg, der jüngste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten zu werden. Er drischt auf ihn ein. Er trifft ihn mit einem linken Haken und er geht zu Boden. Er müsste noch mal hochkommen. Seine Beine gehorchen ihm nicht mehr. Er fällt zurück in die Seile. Ich weiß nicht, ob er weiterkämpfen kann. Er hat das Herz dazu, aber sein Körper gehorcht ihm nicht mehr. Er wird ausgezählt. Das gilt als Knockout. Mills Lane hat bis 10 gezählt. Es ist vorbei. Wir haben einen neuen Schwergewichtsweltmeister, Mike Tyson. Er wird eine sehr lange Zeit regieren. Durch schiere Kraft und Einschüchterung. Die meisten waren ganz schön eingeschüchtert. Sie hatten den Kampf bereits verloren, bevor sie getroffen wurden. Ich beherrschte die Kunst der Gemeinheit. Ich wusste, wie ich sie psychologisch schlage, bevor ich mit ihnen in den Ring stieg. Sobald ich in den Ring steige, nein, das stimmt nicht. Während ich in der Umkleidekabine bin, 5 Minuten bevor ich rauskomme, werden mir die Handschuhe zugeschnürt. Ich knicke meine Handschuhe in der Mitte so, dass meine Knöchel das Leder berühren. Dann kann ich fühlen, wie meine Knöchel durch das Leder der Everlast-Box-Handschuhe durchstoßen. Wenn ich herauskomme, habe ich das höchste Vertrauen. Aber ich fürchte mich zu Tode. Ich habe Angst zu verlieren, Angst erniedrigt zu werden. Aber ich bin völlig selbstsicher. Je näher ich dem Ring komme, desto mehr wächst mein Vertrauen. Während des ganzen Trainings hatte ich Angst vor diesem Mann. Ich dachte, er könnte mich schlagen. Ich träumte davon, wie er mich schlägt. Je näher ich dem Ring komme, desto mehr wächst mein Vertrauen. Im Ring bin ich ein Gott. Keiner kann mich schlagen. Ich gehe im Ring herum und lasse meinen Gegner nie aus den Augen. Auch wenn er bereit ist und ebenfalls kaum erwarten kann, dass es losgeht. Ich lasse ihn nicht aus den Augen. Sobald ich einen Schwachpunkt in seiner Deckung sehe, sobald er mit dem Auge zuckt, weiß ich, dass ich ihn habe. Wenn er dann in die Mitte des Rings kommt, hat er bereits einen Fehler gemacht, als er eine Zehntelsekunde lang den Blick gesenkt hat. Er wird die ersten 2 oder 3 Runden hart kämpfen, aber ich weiß, dass ich seinen Willen schon gebrochen habe. Während des Kampfs bin ich völlig selbstsicher. Ich bewege den Kopf, lasse ihn vorbeischlagen und kontere, schlage wirklich hart zu. Ich weiß, dass er meine Schläge nicht wegstecken kann. 1, 2, 3 Schläge. Er geht zu Boden, ist draußen. Ich habe gesiegt. Mike Tyson, der größte Kämpfer, der je gelebt hat.